Ich glaube, wir brauchen ein größeres Brot. Es wird also wieder so ein Video. Netto-Werbung. Und wer hätte gedacht, dass das beim zweiten Mal so viel mehr stinken würde? Denn was ist schlimmer als normale Netto-Werbung? Richtig, Netto-Werbung. Aber es ist KI. Bis jetzt waren es ja einfach nur schlechte Werbeclips, über die wir uns beschweren konnten. Inzwischen geht mir Netto aber so unglaublich auf den Sack mit ihrer neuesten Kotschleuder-Produktion, dass da wieder was in mir erwartet. Überlegt ihr das mal. Die sich eigentlich im Ruhestand befindlichen Hirnwindungen, die für Hass auf beschissene Werbung zuständig waren, sind extra nochmal zurückgekommen, um mir zu bestätigen, wie scheiße die neue Netto-Werbung ist. Ja, Netto, ich will Schadensersatz und ein kostenloses YouTube-Premium-Abo. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder. Der auch zwei Jahre später immer noch Werbung hassende Mann aus dem Internet. Und es wird anscheinend auch mal wieder Zeit, dass ich unsere liebsten erzdeutschen Firmen mal daran erinnere, dass fehlende Qualität in der Werbung zu ein paar Handkanten in die Maulgegend führen könnte. Im philosophischen Sinne. Und ach du Scheiße, fehlende Qualität ist hier gar kein Ausdruck. KI. Wirklich, Netto. KI. In einem verregneten Wald lebt eine blasse Familie. Und dann nicht mal gute, Alter. Welcher KI-Cringe-Lord hat das denn bei euch rausgerendert? Ist Midjourney da einfach in der Mitte abgebrochen? Das ist doch noch nicht fertig. Aber was denkst du denn von KI-Bild- und Videogeneration? Ist es einfach nur lustige Spielerei, hässlicher Müll, die glänzende Zukunft oder das Ende von nützlicher Information im Internet? Schreib's in die Kommentare, abonnier schnell rein und drück dann deine 14-fingerige Hand auf die Glocke. Schön, lieblich, wie die Natur es wollte. Und ja, so fängt die neue Netto-Werbung an. Erster an der Kasse. Uff. Seit Ende letzten Jahres hat Netto nämlich 3 Werbungen auf ihre offizielle YouTube-Seite hochgewirkt. Bis ins Angebot. Der Schnelle und der Sparsame und ein größeres Brot. Und das ist natürlich eine offensichtliche Anlehnung an Harry Potter, Mad Max und Findet Nemo. In einem verregneten Wald lebt eine blasse Familie, die seit Jahrhunderten ein dunkles Geheimnis hütet. Bis sie kommt. Jesus. 7 Sekunden. Und ich muss schon kotzen. Das habe ich sonst nur, wenn ich meine eigenen Videos angucke. Respekt. Abgesehen davon, dass der Wald eine offene Wiesenlandschaft ist, das einzige Geheimnis, das hier versteckt werden könnte, ist das Rezept zur perfekten Monobraue. Was ist mit diesen Gesichtern los? Also klar, KI ist mit den Gesichtern los. Aber damit weitet sich ja meine Frage ja auch einfach nur auf die Hirne hinter den Gesichtern aus, die so eine beschissene Werbung genehmigt haben. Naja, aber man soll ja ein Buch nicht nach einem schmelzenden Einband beurteilen. Also können wir zumindest noch auf die Storyline warten, bevor wir Netto hier für faule, schlechte, unseriöse, minderwertige, erzhässliche, ausbeuterische und künstlerverachtende Arbeit verurteilen. Also Netto, was ist denn die krasse Geschichte, die wir hier erzählen wollen? Wie hat der fast an weibliches Gesicht erinnernde Farbfleck das dunkle Geheimnis von Netto gelüftet? Du isst nichts und gehst nie in die Sonne. Ich weiß, was du bist. Oh, toll, Alter. Key Stimme auch noch. Als wären die schmierigen Bewegungen noch nicht genug Tortur, jetzt bluten mir auch noch die Ohren. Out of context, nur eine kleine Verständnisfrage. Warum hat Billo Bella jetzt hier plötzlich ein Kopftuch? Das war doch eben noch, keine Ahnung, eine sehr flauschige Flanelldecke, nehme ich an. Und die etwas brennendere Frage, vielleicht habe ich auch sehr langsam geblinzelt, aber vor 3 Sekunden wurde noch von einer blassen Familie gesprochen und ich möchte dort Netward jetzt nicht zu nahe treten, aber unter blass. Verstehe ich was anderes? Wer von den 3 vom Anfang soll das sein? Wer auch immer die Scheiße zusammengerendert hat, ist dir zwischen den 5 Zeilen Text, die du hier geschrieben hast, der Hirnprozessor durchgebrannt? Du machst doch schon nichts, dann prompte die Scheiße doch wenigstens, bis deine Wachsfigur steht, die deiner eigenen Beschreibung entspricht. Blasser, käsiger, mondgesichtiger Vampir. Oh, LeBron James, gut genug? Sag es. Du bist ein Weißbier, so prickelnd, so günstig. Ja, also puh. Ein Glück hatten die für den Stunt einen Schauspieler gefunden, der dem Typen ein Frame vorher so ähnlich ausgesehen hat. Ich habe fast gar nicht bemerkt, dass die Werbung ein einziger Haufen inkohärente Scheiße ist. Ach ja, und was? Die Auflösung war, du bist ein Weißbier. Wo ist denn da die Pointe? Blass und Weißbier? Weißbier und Vampir? Vampir? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich möchte mir übrigens einmal ganz kurz ein paar von den In-Between-Frames angucken von der Verwandlung zum Getränk. Die Animorphs haben uns ja 1995 schon auf ihren Buchrücken gezeigt, wie so eine Verwandlung eigentlich abläuft. Mensch wird immer mehr zum entsprechenden Tier. Simpel. Aber wie sieht das bei Weißbier aus? Naja, ganz einfach. Mensch zu kleinerer Mensch, zu Bootleg alter ihr, zu crossdressender Bauer ca. 1312, zu würdest du mich immer noch lieben, wenn ich ein Wurm wäre, zu Bann dieser Beißing-Level. Übrigens auch für den Endframe. Die Marke heißt Falkenfelser und nicht Falkentetzer. Warum hat man da nicht einfach das normale Bier hingestellt? Das musst du dir überlegen. Da hat sich jemand hingesetzt, ein Foto von dem Bier gemacht und dann gesagt, und jetzt verschmiere ich das schön hässlich mit KI. Naja, zumindest ist das dann jetzt die Versicherung, dass das Storytelling nicht mehr schlimm werden kann. Und du ein Baguette. Stimmt. Stimmt. Okay, ich lag offensichtlich falsch. Also bis jetzt war es ja noch eine komplett beschissene Twilight
Werbung. Aber ich glaube, unser Hollywood-Produzent hat da was falsch verstanden. Alle hatten Angst, dass Bella am Ende der Filme tot ist. Nicht Brot! Und bei den Augen würde ich mir ganz andere Sorgen machen, was die Frau da gerade ist oder nicht ist. Ich sag's mal so, liebe Bella, einer von uns beiden muss Pilze konsumiert haben, damit du so aussiehst und zwar keine Champignons. Übrigens, da ist einfach nur ein Foto von einem Baguette. Warum war das beim Bier nicht so? Und was ist das? Ach egal, weiter. Günstig spielt bei Netto immer die Hauptrolle. Daher haben wir für diese Geschichte unsere Produkte als Vorlage verwendet. Oh, mein Schatz, lass mich mal ganz kurz den Unterschied zwischen günstig und billig erklären. Preise können günstig sein. Die Scheiße, die ihr hier abgeliefert habt, ist billig. Ist ein Unterschied. So hat dieser Film nur 16,58 Euro gekostet. Warum klingt der Sprecher jetzt so stolz? Also, wofür machen die gerade Werbung? Hier, Netto ist scheiße, unappetitlich und hässlich, aber zumindest kostet es nur 16 Euro. Hat der verstanden, wie Werbung funktioniert? Wenn du dafür wirbst, wie günstig etwas ist, dann sollte es nicht wie umsonst aussehen. Es sollte teuer ausschauen. Ihr habt mir jetzt allerdings einen Scheißerhaufen gezeigt und dann ein Preisschild reingedrückt. So klappt das aber mit der Werbung nicht. Das geht nämlich so. Naja, zum Glück wissen wir jetzt, dass das Projekt irgendeines Praktikanten war, der demnach hoffentlich in allen Lebensmittelmärkten dieses Landes geblacklistet wurde, Gehalt ist in der Preisberechnung nämlich offensichtlich nicht mit eingeflossen. Allerdings durfte er vorher noch zwei weitere Werbungen machen. Ach krass, aber das Skull & Bones Footage. Ich bin also in der ersten Quadruple A-Werbung der Welt angekommen. Und ich habe direkt wieder eine Frage. Fällt das jetzt eigentlich schon unter Fotokopierer? Das ist doch literarischer Film Martin Browdy im Hintergrund. Und da muss ich ehrlich sein, ich glaube, der war gar nicht vor 3 Monaten für den Dreh in der Nettozentrale. Oh nein, ein, was ist das? Kommt da Olaf Scholz jetzt aufgetaucht? Ich möchte nochmal kurz sagen, das ist eine Werbung für Netto. Also für Essen im weiteren Sinne. Ist das ein Softball? Ist das ein Mozzarella? Nein! Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es ziemlich heftig schlecht aussieht. Selbst für den Qualitätsstandard, den wir uns gerade antun. Und Mama Mia, Alter, warum schreiten die so? Bei dem weißen Hai macht das ja noch Sinn, aber ich brülle auch nicht los, wenn ich im Meer eine Boje finde. Aber ich judge hier natürlich schon wieder vor der Pointe. Vielleicht rettet die ja diesmal den Clip. Ein guter Witz kann ja einiges besser machen. Ich glaube, wir brauchen ein größeres Brot. Ich möchte nur ganz kurz mal das Ideen-Meeting zusammenfassen. Die Hai-Szene von dem weißen Hai, aber mit einem Völkerball. Und der eine Typ sagt größeres Brot statt größeres Boot und dann verwandelt sich das Boot in ein Brot. Kauft bei Netto. Das, meine lieben Freunde, ist die künstlerische Spitze, die Tech-Bros in ihrem Kopf rumkriechen haben. KI macht Kunst für alle zugänglich. Und das ist die revolutionäre Idee, die anscheinend so unbedingt aus dir rauskommen und mit der Welt geteilt werden musste. Warum? Du kannst KI wirklich benutzen, wenn du wenigstens noch eigenen Content damit machst. Ich muss übrigens wieder fragen. Die Pointe hat leider nur Streusel auf den Scheißhaufen gestreut. Wo war jetzt die Werbung? Eine schlechter gemachte Filmserie aus 1975 über Haifische? Mann, habe ich jetzt Lust, bei Netto einkaufen zu gehen, wirklich. Das kann ja günstig werden. Allerdings, günstig spielt bei Netto immer die Hauptrolle. Daher haben wir für diese Geschichte unsere Produkte als Vorlage verwendet und mit einer KI in Szenen verwandelt. Jetzt mal ernsthaft, wie spricht das für Netto? Toll, dass ihr eine Szene aus einem Millionen-Blockbuster geklaut habt, an dem mehrere hundert Menschen gearbeitet haben. Cool. KI für einen Joke benutzen, fair, aber für eine ganze Werbung? Selbst wenn wir jetzt außen vor lassen, dass ich jetzt ein minimaler Hater von Bild-, Ton- und Video-KI sein könnte, das war doch einfach wirklich schlecht auf jedem Level. Gebt mir doch den fucking Osterhasen wieder zurück. Netto, wisst ihr noch, wie viel Liebe ihr da in die Sets und die Animation gesteckt habt? Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um für lau in der Werbung eine schöne Geschichte zu erzählen, denn wir stehen für Qualität. Das ist die Message, die ich von einem eierscheißenden Hühnerhasen und seine Bestiality-Eltern mitgenommen habe. Aber was soll ich hier mitnehmen? Und nicht nur die KI ist scheiße, sondern auch die Endcard. Wirklich, wie kann man 95% eines Clips von der KI machen lassen und dann schafft man es nicht, die letzten 5 Sekunden Reden auf -6 Dezibel runterzupegeln? Die Frau war eine Karotte, die haben ihre Möhre fotografiert und eine schreiende Frau KI't. Und das wirklich Allerschlimmste habt ihr noch gar nicht gesehen. Ah, wie ich sehe, haben sich die monobraunen Vampire jetzt unter das Nachtleben von New York geschmuggelt. Boah, ich dachte ja, Neandertaler wären schon längst ausgestorben, aber ich sehe da eine waschechte Neanderdame. Ach, und noch was, check mal deinen Reifendruck hinten. Die gesamte Rückseite deines Wagens ist nämlich weg. Für die Familie. Für die Familie. 1&1, einfach Marcel Davis im Auto. Hallo? Also, ich weiß, dass der mindestens so cool ist wie Vin Diesel, aber irgendwie hat mich die Stimme jetzt schon ein bisschen aus meiner Awesome Bro Immersion geworfen. Erster an der Kasse. Aber die Autos.
Die bewegen sich ja gar nicht. Und wer ist jetzt der andere Typ und warum schreit er? Was explodiert da hinten? Vielleicht hat er ja mitbekommen, dass er in den 10 Frames Screentime, die er hat, einfach beginnt, in seine Autokonsole zu schmelzen. Und nach guter alter, ich wollte eigentlich nur während der Arbeit nichts machen, Manier, wird bis auf die letzten 4 Worte vergessen, dass man ja noch Werbung für den Discounter machen muss. Erster an der Kasse! Mit dem Auto? Spricht das jetzt für Netto, dass ich anscheinend gegen Omas Rennen fahre und mich zum EC-Laser durchprügeln muss, damit ich den Laden wieder verlassen kann? I don't know. Anscheinend ja, weil ich weiß wieder nicht, wie das sonst gerade Werbung war. Günstig spielt bei Netto immer die Hauptrolle. Daher haben wir für diese Geschichte unsere Produkte als Vorlage verwendet und mit einer KI in Szenen verwandelt. So hat dieser Film nur 23 Mark. Bla bla bla, 23,78 Euro. Gemüse Elon Musk. Netto, ich sag's wie es ist. Der beste Moment, das zu löschen, war direkt nach dem Upload und der zweitbeste Moment ist jetzt. Es geht mir nicht mal nur um die KI, es geht mir einfach darum, dass die letzten 10 Minuten meines Lebens einfach komplett scheiße waren. Ich habe schon Porno-Pop-Ups in besserer Story und Kohärenz gesehen als dieser Müll, den zig Millionen Leute vor ihren Videos gesehen haben. Macht ordentliche Werbung, da habe ich wenigstens Spaß dran, wenn ich mal drüber rede. Ich verstehe nicht, wie man das machen kann. Warte mal. Wie viel würde ich damit sparen? Dieser Abmod hat nur 12 Cent und 3 Arbeitsplätze gekostet. Toll.